Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Unboxing. Und diesmal nicht nur von irgendeinem Spiel, nein, sondern von Pokémon Mond in der Steelbook Edition. Das Spiel sollte zwar eigentlich morgen rauskommen, also am 23. Aber so wie fast die ganze Welt habe ich schon einen Tag früher bekommen, beziehungsweise ja, der Rest der Welt fast eine Woche vorher, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, ist wohl irgendwie so. Aber naja, jetzt habe ich es auch und jetzt packen wir es endlich mal aus. Zuerst packen wir das kleine Paket hier aus. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen gut. Wo mache ich das denn auf? Das ist immer so eine Wissenschaft für sich, ne? Da ist was zum Schnibbeln. Zack, zack, zack. So, ich weiß nicht, ob da noch mehr ist. Moment, Moment, Moment. Ah ne, da. Moment, alles klar. So, hier muss man dann den Nippel ziehen. Ah, hier geht es, okay. Oh. Das ist schlimmer wie bei der PlayStation 4 Pro. Moment. Wir sind ja klug. Sehr klug, aber wenn es wirkt, dann klappt. So, sind wir schon ein gutes Stück weitergekommen. So, Rechnung und so weiter. Meine absolut beliebte Luftpolsterfolie. Und hier ist es schon. So, der Rest interessiert ja keiner, das auch. Weg damit. Und hier ist es. Boah, sieht mega geil aus. Wahnsinn. Weg da, du störst. Hier haben wir es. Pokémon, so, sorry für den kleinen Schnitt. Wie gesagt, hier haben wir es: Pokémon Mond in der Steelbook Edition. Enthält Pokémon, also der selbst ist Nintendo 3DS Server, Pokémon Mond und Steelbook Software Hülle. Und hinten sind wir auch schon ein paar coole Sachen. Unter anderem die drei neuen Starter, ein paar neue Pokémon in der Alola-Form, vor allem Ratika sieht ultra hässlich aus. Dann ein paar ganz neue, die man wahrscheinlich nicht so gut erkennen kann. Dann ein paar schöne Screenshots und so weiter und so fort. Das 30 Meter lange Kokowai. Und ja, alles was das Fanherz begehrt. In der Fan Edition. Ja, ich bin ein Fan! Wuhu! Mega geil! So, weiter geht's mit dem Unboxing. Das war jetzt der erste Teil. Das sieht so mega geil aus. Wahnsinn! Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind. Na komm schon. So. Weiter geht's. Einmal das Spiel an sich. Und natürlich die Hülle. Mit der Karte von Alola. Das wird sich wahrscheinlich ein ziemlich krass spiegeln. Das habe ich hier an oder Symbol. Sieht auch ziemlich cool aus. Wow, wunderschön. Das Pokémon Lunala. Ich glaube, so hieß es. Hier nochmal das Spiel an sich. Wir kennen ja denselben Bild, oder? Sieht ziemlich gleich aus. Jupp. Jupp. Okay, dann weiter zum Spiel. An sich zur Cartridge. So. Hier ist es, Pokémon. Gott, die Kamera macht wieder Zicken ohne Ende. Wahnsinn. Also wie gesagt, das hier ist Pokémon Mond. Und die haben da ganz, ganz viele tolle Sachen. Ich habe auch schon ein cooles Ding gesehen, habe ein cooles Bild. Erstmal Werbung. Das sieht mal ultra geil aus. Pokémon Sonne und Mond, das Sammelkartenspiel. Ja, bald erscheint es. Das ist auch richtig geil, ist ein Ort. Düsteres Artwork, richtig geil. Du kannst deine Spielerlebnisse in Pokémon Sonne und Pokémon Mond erweitern. Gib dein Pokémon Mega Power und mit der Z-Attacke. Z-Drink, blablabla. Ah, das kann man sogar kaufen. Krass wie die Yokai Watch. Mega.
schnappt dem Mumfuck so, dass er ein besonderes Item trägt. Okay. Alles kann man downloaden, okay. Hier ist ein besonderes Geschenk für deine Ausgabe in Pokémon-Sonne oder Pokémon-Mond. Behalte dein Mumfuck so, dass ein Z-Kristall Relaxonium Z trägt. Sorgt dafür, dass sich Mumfuck zu Relax entwickelt und nutze das Item für eine mächtige Attacke. Mega geil. Okay, so wie man es runterladen kann. Aha, sehr schön. War ein Code dabei, den man nicht sehen durfte? Ne. Gut, das passt alles. Dann nochmal Werbung für die kostenlose Demo dafür. Haben wir gezockt. Yokai Watch, Monster Hunter Generations. Alles haben wir schon gezockt. Einfach nur Werbung ohne Ende von allen möglichen Augenblicken. Pokémons und das und das und das. Jo. Okay, das war's eigentlich. Das ist nur so ein Begleitheftchen, kennen wir schon. Das hier kennen wir auch. Jo. Ganz normale Standardgedönse. So. Und hier nochmal zum Ende das Zeugs. Die Hülle. Das Spiel. Und natürlich das Steelbook. Das wunderschön im Mondlicht glänzt. Wunderschön. So, und wie gesagt, oder wie nicht gesagt, ab 23.11. beginnt das Let's Play. Freut euch drauf. Also, bis dann. Ciao.